Hallo Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich mal Lust auf ein ganz anderes Video, als ich in den letzten Monaten und Jahren gemacht habe. Und zwar habe ich Lust, euch meine Nagellacksammlung zu zeigen. Ich bekomme öfter von euch mal die Anfrage, euch meine Schminksammlung zu zeigen, aber meine Schminksammlung ist ziemlich klein und überschaubar und besteht eigentlich hauptsächlich aus den Produkten, die ich täglich benutze, vielleicht mal noch ein Kajal mehr oder vielleicht ein paar Lidschatten mehr, aber ansonsten habe ich das ziemlich aussortiert und minimiert und habe wirklich nur die Produkte, die ich eigentlich benutze. Bei meiner Nagellacksammlung schaut es ein bisschen anders aus und das komischerweise, obwohl ich die am wenigsten benutze, weil ich meine Nägel eigentlich so gut wie nicht lackiere. Mir gefallen zwar lackierte Nägel, aber bei mir hält der Lack einfach nicht lange und deswegen finde ich, ist das der ganze Aufwand ist das einfach irgendwie nicht wert, weil nach ein paar Stunden sieht es bei mir schon wieder aus, als hätte ich den Lack tagelang drauf und das sieht ja dann auch wieder nicht so schön aus. Nichtsdestotrotz habe ich einige Lacke und ich habe weniger aktuelle Lacke, sondern ich habe viele Lacke, die ich von früher noch habe, von vor Jahren, von, keine Ahnung, damals, als das mit diesen LEs so im Trend war, da hat man dann immer mal einen Lack aus einer LE gekauft und diese ganzen Lacke habe ich tatsächlich noch. Das sind fast 10 Jahre und ich weiß gar nicht, ob ich meinen ältesten Lack noch habe. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt erstmal, wie ich meine Nagellacke aufbewahre. Ich habe dafür 2 Boxen. Einmal diese Box hier, da steht Smile and the World Smiles with You drauf. Und dann habe ich noch diese schöne rosa Box, die ist auch randvoll gefüllt mit Nagellacken. Und dann habe ich noch ein paar Lacke außerhalb und ich glaube, die zeige ich euch jetzt auch als allererstes. Also ich habe hier einmal einen Topcoat, der ist von Trended Up Ultimate Long Lasting Topcoat. Ob ich jetzt einen Topcoat verwende oder nicht, bei meinen Nägeln macht das keinen Unterschied. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr Unterlack und dann Nagellack und dann Topcoat verwendet oder ob ihr einfach nur den Nagellack drauf pinselt und das war's. Dann habe ich noch von Trended Up einen Base and Protect Coat und ich hatte noch irgendwie einen anderen, aber der ist wahrscheinlich irgendwo in den Boxen. Also ich zeige euch das jetzt nicht geordnet, sondern einfach kunterbunt durcheinander. Von Essence habe ich diese Nail Art Express 3 Drops. Die sind wirklich toll. Also der Nagellack trocknet wirklich um einiges schneller, wenn man diese Tropfen danach auf den Nagel gibt. Das kann ich euch empfehlen und das ist nicht teuer, das kostet nicht viel und das funktioniert aber wirklich sehr, sehr gut. Jetzt kommen wir zu Nagellacken mit meinem ältesten Nagellack von 2009, 2010. Den habe ich eine Zeit lang sehr, sehr gerne benutzt und zwar ist das von Maybelline Yarde Forever Strong. Der hat sogar Eisen mit drin. Das ist die Farbe 76 French Manicure. Das ist ein ganz, ganz zartes Rosa. Sieht ganz dezent auf den Nägeln aus und der ist auch schon ziemlich leer. Also da ist nicht mehr viel drin. So ein bisschen ist noch drin. Den habe ich wirklich eine Zeit lang sehr, sehr oft benutzt und eigentlich immer. Und den mochte ich sehr gerne. Und ja, den habe ich immer noch. Die Frage ist jetzt nur, ich wollte mir den neulich mal wieder lackieren, habe ich die Flasche nicht aufbekommen. Das habe ich in meinem Daily Vlog gezeigt und dann habe ich es doch nicht gemacht. Jetzt geht's. Die Frage ist, sind die Lacke noch gut, wenn sie so alt sind? Was denkt ihr? Kann man so alte Lacke wirklich noch verwenden? Sollte man sie noch verwenden? Ich meine, kaputt werden in dem Sinn, sie können austrocknen, sie können nicht mehr so gut zu lackieren sein, aber was denkt ihr mit so alten Lacken? Dann habe ich von P2 Last Forever Nail Polish die Farbe 100 Open Your Heart. Habe ich, glaube ich, nur ein-, zweimal lackiert. Wie eigentlich die meisten meiner Lacke. Dann habe ich hier einen von Essie, das ist so ein sehr schönes Hellblau. Das ist die Farbe 264. Hat die auch einen anderen Namen? Nö, das ist die Farbe 264. Ach, da oben. Rock the Boat. Ja, schönes Hellblau habe ich aber auch vielleicht einmal, zweimal lackiert. Das Ding ist ja immer, manchmal harmonieren die Farben auch nicht so gut mit den eigenen Hautton. Da muss man dann, finde ich, auch immer schauen bei Nagellacken, dass das miteinander harmoniert und sich nicht beißt. Ich habe hier von Essence noch einen Nagellack. Den mag ich eigentlich ganz gerne, vor allem im Herbst. Das ist die Farbe 48 My Love Diary. Den mag ich eigentlich ganz gerne, den habe ich auch öfter lackiert. Und die Farbe mag ich auch sehr gerne von Catrice Ultimate Nudes. Das ist so ein matter 090 Carl Zeiss Dreschick. Das sind jetzt die Lacke, die ich in keiner Box habe, weil ich sie wahrscheinlich kürzlich verwendet habe. Und dann fange ich jetzt mal mit der Box hier an und zeige euch, welche Lacke ich da drin habe. Das sieht so aus. Also ich habe hier einmal von Nail Rock Texture Manicure. Ich weiß gar nicht, was das für eine Marke ist. Ich glaube, das habe ich mal geschickt bekommen. Das ist jetzt ein Nagellack und zwar in so einem, ja, in so einem Grün, wie ihr das hier seht.
kann es ja mal aufmachen und euch zeigen. Ja, in so einem dunklen Mint. Eigentlich ganz schön und da sind noch so Glitzersteinchen mit dabei, aber sowas mache ich nicht. Also es war ja eine Zeit lang sehr in Mode, diese, wie hieß das, Nail Designs, also Nageldesigns zu machen. War gar nicht mein Fall. Also weder Nägel bekleben, noch irgendwelche Designs machen. Ich bin schon wirklich froh, wenn ich meine Nägel lackiert bekomme. Da will ich nicht noch irgendwelche aufwendigen Designs machen. Ich finde es jetzt an meinen Nägeln irgendwie auch nicht so schön. Also wird mir jetzt nicht so gefallen. Wie ist das bei euch? Macht ihr Nageldesigns oder habt ihr das damals gemacht? Ich glaube, jetzt ist es nicht mehr ganz so im Trend oder so. Aber damals war das auf jeden Fall überall Nageldesigns auf YouTube. Die Videos haben mich persönlich auch nicht so interessiert, weil ich es ja auch für mich nicht gemacht habe. Und von dem her war es für mich jetzt auch nicht so interessant. Dann habe ich hier einen Lack von Kiko. Das ist auch eine sehr schöne Farbe. Würde ich jetzt eher für den Sommer nehmen. Und zwar ist das so ein schönes Mint. Und das ist die Farbe. Hat keine Farbe. Hat tatsächlich keine Farbe. Hat keine Farbe. Also auf jeden Fall ein schönes Mint. Das ist für mich so eine Sommerfarbe. Dann habe ich hier von Nivea Calcium Power Gloss. Das gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr. Es gibt ja nicht mal mehr dekorative Kosmetik von Nivea. Also könnt ihr euch denken, wie alt dieser Nagellack ist. Das ist die Farbe 92 Rose Gloss. Ja, ein schönes Rosa habe ich immer gerne im Sommer getragen. Also rosa Pink mehr. So, dann habe ich hier von Kiko einen orangen Glitzerlack. Habe ich, glaube ich, auch mal geschickt bekommen. Die Farbe hat keine Farbe. Ich glaube, die von Kiko, die haben keine Bezeichnungen. Dann habe ich hier von Catrice so einen Glitzerlack. Das ist so ein Effektcode. Das ist die Farbe 41 2 Million Dollar Baby. Dann habe ich von Rival de Loupe French Manicure Rose Look. Die meisten Nagellacke, die ich habe, wurden mir tatsächlich geschickt. Man sollte es nicht glauben. Das ist wahrscheinlich auch so ein zarter rosa Ton. Also so ganz dezent, finde ich immer ganz schön auf den Nägeln. So was ganz zartes, schimmerndes. Dann habe ich hier einen von Essie. Den sollte ich mal schütteln. Das ist auch so ein zarter rosa Ton. Das ist die Farbe 348 Fiji. Also auch ein sehr schönes, zartes Rosa. Dann habe ich von Catrice, das war aus einer Limited Edition. Und das ist die Farbe 1004 Holographic. Ah, das ist, sind diese Holographic Lacke. Dann habe ich vom P2, das ist so ein pflegender Nagellack, Rich Care in Two Color Polish für perfekt gepflegte Nägel, das ist die Farbe 050, so soft. Dann habe ich einen weißen Nagellack, Icona Milano Nail Polish, der wurde mir auch mal zugeschickt. Die Marke kenne ich jetzt gar nicht, ist halt ein weißer Nagellack, ist manchmal auch ganz schick, finde ich. Dann habe ich hier von P2 Volume Gloss Gel Look Polish, die Farbe 010 Little Princess, also auch so ein zartes Rosa. Und auch der hat sich abgesetzt, den sollte ich mal wieder schütteln. Fragt mich nicht, wie lange die schon hier drin stehen. Dann habe ich vom P2 Sand Style Polish, der hat auch solche Glitzerpartikelchen drin, das ist die Farbe 070 Pretty. Ist eigentlich eine schöne Farbe, so ein bisschen... ja, tot, so ein bisschen braun. Dann habe ich noch von P2 einen in hellblau. Ich glaube, das war auch mal so im Kommen, hellblauer Nagellack. Die Farbe 622 Remember Me. Eigentlich auch eine schöne Farbe. Würde ich jetzt aber eher so für den Januar nehmen. Also die Farbe ordne ich jetzt mehr dem Januar zu. Und dann habe ich hier noch so einen ganz kleinen und süßen Nagellack von, ich weiß gar nicht wo. Der wurde mir auf jeden Fall auch zugeschickt und das ist halt so ein Pink. Ich glaube, das ist gar keine Marke, das ist vielleicht so ein... kleiner Baby-Mini-Nagellack, auf jeden Fall total süß. So, und dann ist die erste Box mit meinen Nagellacken schon leer, aber jetzt kommt die große Box. Und da ist dann doch einiges an Nagellacken drin, die ist auch richtig schwer. Ich zeige es euch mal, das sieht so aus. Dann gehe ich jetzt mal alle Lacke mit euch durch. Ich habe hier von Technique auch so ein kleines süßes Nagelläckchen in Pink. Dann habe ich von Essie, das ist auch wieder so ein zartrosa Newton, die Farbe 16, Spaghetti Strap. Dann habe ich von Technique wieder, wurde mir auch von euch zugeschickt, ein rosa, also das, naja, das geht mehr so ins Rot und das ist mehr so rosa. Dann habe ich von Manhattan, den habe ich mir, glaube ich, mal selber gekauft, die 220 Princess Dreams. Das ist halt auch so ein rosa. Das habe ich in sehr vielen verschiedenen Varianten.
stelle ich gerade fest. So, dann habe ich von Catrice, den habe ich mir glaube ich auch selber gekauft, 780 Welcome to Rosywood. Das ist auch so ein schöner bärtiger Ton, finde ich im Herbst sehr schön. Dann habe ich hier ein ganz altes Stück von M&Y. Wer kennt noch M&Y? Das war meine Kosmetikmarke, eine dekorative Kosmetikmarke, wurde aber aus dem Sortiment genommen. Ich weiß gar nicht, ob es das vielleicht noch in anderen Ländern gibt, also in Deutschland auf jeden Fall nicht mehr. Und der hat sich auch schon kräftig abgesetzt. Das ist die Farbe 249. Die hatten, glaube ich, auch keine Namen, sondern einfach nur Nummern. Und ich fand die Marke eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber na gut, sie gibt es nicht mehr. Eigentlich könnte ich den Lack aussortieren, oder was meint ihr? Vor allem, weil ich ja eh so gut wie nie meine Nägel lackiere und dann habe ich so uralt Lacke. Und es wird wahrscheinlich nicht besser mit den Lacken mit der Zeit. Eine LE, die habe ich mir damals gekauft von P2. Das war so ein Mint-Türkis-Ton. Das war ja mal eine Zeit sehr im Kommen, solche Mint- und Türkis-Lacke. Ich weiß gar nicht, was aktuell in Mode ist. Wahrscheinlich mehr Nude oder so. Oder halt gleich künstliche Nägel. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr Gelnägel oder Kunstnägel gerne mögt oder nicht oder wie eure Meinung dazu ist. Also das ist auf jeden Fall die Farbe 020 Energetic Blue. Habe ich, glaube ich, nie lackiert. Vielleicht einmal. Dann habe ich hier einen von P2, den habe ich auf jeden Fall öfter verwendet. 660 Pink It Up. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Das war auf jeden Fall damals. Da war das Design noch anders und so. Also ob es die Farbe jetzt generell noch gibt, weiß ich gar nicht. Aber das ist auf jeden Fall ein Lack, den habe ich öfter lackiert. Vor allem gerne im Sommer. Ich finde so pinke, knallige Farben mag ich gerne im Sommer. Bärtige Töne mehr im Herbst. So, dann habe ich hier von Catrice ein Lila. Und zwar die Farbe 120 Plum Play With Me. Ich weiß nicht, ob ich den Lack nochmal so lackieren würde, also lila auf den Nägeln, weiß ich nicht, ob mir heute noch so gefallen würde, aber ich habe ihn halt da. Dann habe ich von Kiko, das ist auch wieder so ein Aprikoton, die Farbe 358, ist jetzt, finde ich, auch mehr was für den Sommer. Dann habe ich von Rival de Luc Nail Color, glaube ich auch so ein Holographic Lack, 21 Too Faced. Und der hat sich auch schon mächtig abgesetzt. Ich glaube, ich sollte wirklich aussortieren, weil ich glaube, ich werde das nicht mehr so lackieren. Dann habe ich vom P2 Color Victim Nail Polish 206 Divine. Den habe ich öfter mal lackiert. Da ist jetzt aber auch nicht so die Welt draußen. Hat sich auch abgesetzt. Das ist auch so ein ganz zarter Ton, so ein bisschen wie Perlmutt schimmernd, finde ich eigentlich ganz schön. Dann habe ich, das ist auch aus einer LE, das habe ich mir auch gekauft damals. Das ist eine Farbe, die hält gar nicht lang auf den Nägeln, aber ist eine schöne Farbe. Ein schöner Pinkton passt, finde ich, wieder sehr gut für den Sommer. Das war aus der LE P2 Mission Summer Look Metal and Shine Nail Polish, also der war mehr metallisch. Die Farbe 020 Barbados Punch. Ja, den habe ich wirklich öfter lackiert. Und die Farbe finde ich an und für sich auch schön. Dann habe ich von Catrice, das ist so ein, ja, ganz zarter lila Ton, Flieder würde ich sagen, 140 Let's Move On. Dann von Catrice, ich habe damals, glaube ich, viele Lacke von Catrice gekauft, weil ich die eigentlich relativ gut fand, so vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Damals haben die 2,50 gekostet, ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, ob die jetzt immer noch so viel kosten oder mehr. Das ist auf jeden Fall die Farbe 46 Berry Potter and Plumbledore. Kann sein, dass mir der zugeschickt wurde, ich weiß es gar nicht mehr, aber ich glaube schon. Und das ist auch so ein bisschen holographic. Mäßig. Ist halt auch so ein lila und so ein bisschen durchzogen. Ich finde, das sieht immer aus, so ein bisschen dieses Holographic, wie so ein Benzinfleck, der ja auch in verschiedenen Farben schimmert. Erinnert mich irgendwie immer daran. So, dann habe ich, oh, das ist auch ein alter Lack. Und zwar von Manhattan Quick 3, 60 Sekunden. Ist nicht wirklich innerhalb von 60 Sekunden getrocknet. Die Farbe 55T. Ha, ich glaube, da ist auch nicht mehr viel mitzumachen. War aber eigentlich eine schöne Farbe. Dann habe ich einen Lack von Sally Hansen. Den habe ich auf jeden Fall von euch zugeschickt bekommen. Das ist auch so ein schöner Mintton. Die Farbe 672 Jaded. Also auch sehr schön. Ist für mich auch wieder mehr was für den Sommer. Dann, ich habe noch einen Lack von M&Y. Den habe ich mir damals gekauft. Die habe ich mir alle gekauft. 553. Ein Pink. Lila. Oh, den Lack habe ich sehr gerne gemocht. Von P2 aus einer LE 040 Summer Rain. Das war so ein bisschen ein Taubton. Taub war ja damals absolut im Kommen. Taub, könnt ihr euch noch erinnern? Und das war so ein Taubton, so sandig, schlammig, erdig, dreckig. Und den habe ich wirklich sehr gerne getragen. Eine Zeit lang. Jetzt auch nicht mehr. So, dann habe ich hier von Cosmetic Cosmo einen Nagellack. Der wurde mir auch zugeschickt. Sternenstaub. Also von euch wurde mir der zugeschickt. Der war eigentlich auch ganz schön, war eigentlich auch eine ganz schöne Farbe. Das ist mit mein ältester Lack mit, wo habe ich es? Den hier. Diese beiden Lacke habe ich damals
zusammen gekauft. Das war 2009, 2010. Auch von Maybelline aus der Forever Strong Professional Reihe mit Eisen. Und zwar ist das die Farbe 01 Rose Tornado oder Tornado Rose. Ja, den habe ich damals auch lackiert. Aber nicht so oft wie den anderen. Die sollen übrigens bis zu 7 Tagen halten. Und das ist ein stärkender Nagellack. Hat bei mir nie 7 Tage gehalten. Aber es liegt an meinen Nägeln. So, dann habe ich hier von Debbie. Ah, 1,95 hat er damals gekostet. Das gab es bei DM. Ich glaube, das war so ein Sonderaufsteller oder so. Colorplay. Wieder so ein pink-lila Ton. Das ist die Farbe D73. Keine Ahnung. Gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr. Habe ich wahrscheinlich auch nicht so oft lackiert. Ich weiß nicht, wieso kauft man Nagellack, wenn man fast nie seine Nägel lackiert. Macht das irgendwie Sinn? Ich glaube nicht. Gut, dann habe ich von Catrice noch einen Lack. Und zwar ist das die Farbe Let's Talk About... Oh, ich kann schon gar nicht mehr lesen. Let's Talk About Berry. Das ist auf jeden Fall die Farbe 080. Und das ist auch ein bärriger Ton. Wäre für mich jetzt mehr was, ja, für den Herbst so bärig. Rot. Dann habe ich von Essence, oh, jetzt kommt's, die ganzen LEs. Erinnert ihr euch noch von Essence an die ganzen Twilight LEs? Alle waren so verrückt danach und ich habe, ja, auch was gekauft. Und zwar einen Nagellack, Twilight Breaking Dawn Part 2. Ah, das ist nicht der erste. Ich glaube, ich habe den ersten auch noch irgendwo. Das ist die Farbe 02 Alice Had a Vision Again. Ich habe die Filme nie geschaut, aber auf den Hype bin ich dann doch aufgesprungen. Also diese LEs, das war damals sowieso, ich weiß nicht, ob ihr schon so lange dabei seid und ob ihr euch noch erinnern könnt, aber damals waren LEs irgendwie das Größte und irgendwas Bestimmtes aus einer LE zu haben. Und jetzt liegt es daheim rum und man nutzt es nicht mehr. Eigentlich ein schöner Lack, lila mit Glitzer drin, aber mit ganz feinen Glitzer. Da hatte ich noch einen anderen, glaube ich, den mochte ich sehr gerne oder vielleicht war es auch der. Wir werden sehen. Ich bin, naja, ein Viertel ist schon raus. Drei Viertel haben wir noch. Von meiner Box. Es geht weiter mit einem Lack von P2 Color Victim. Den habe ich auch schon ewig. 017 Elegant. Ich glaube, den mochte ich mal sehr gerne. Der ist so grau-lila. M&Y wieder. Den mochte ich, glaube ich, auch ganz gerne. Da ist zumindest schon ein bisschen was draußen. Die Farbe 265. Oh, das ist mein ältester Lack. Das ist mein allererster Nagellack, den ich mir gekauft habe. Von Rimmel. Lycra Wear. 285 Pink Flash. Den mochte ich auch gerne. Da ist auch ja schon so ein bisschen was draußen. Den habe ich auch zu der damaligen Zeit relativ viel lackiert. Das war noch vor 2009, 2010. Ich glaube, das war 2004. Ja, oder? Ja, ich glaube 2004 mein erster Lack. Also, ich weiß gar nicht, ob ich davor schon Lacke hatte. Also ich habe generell sehr spät angefangen, damit mich zu schminken und so und das alles. Ja, den Lack. Das ist mein ältester Lack. Der funktioniert wahrscheinlich nicht mehr, aber den behalte ich aus nostalgischen Gründen. Ich habe einen Lack von Orly. Ah, der wurde mir damals von einer Firma zugeschickt zum Testen. Das war irgendwie so ein besonderer Lack, den wahrscheinlich auch Stars nehmen und der auch ganz lange halten soll. Und hat er natürlich nicht. Wie war es anders zu erwarten bei meinen Nägeln? Aber er war nicht schlecht. Also ich mochte ihn schon ganz gerne. Ich suche gerade nach der Farbe, aber die finde ich gerade nicht. Orly Nail Lacker, halt so ein rosa. Rosa ist irgendwie meins. Dann habe ich hier einen Lack von Catrice, der ist so auch abgesetzt. Rosa und irgendwie so, keine Ahnung, wahrscheinlich weil er sich abgesetzt hat. 1004 Biscuits and Cupcakes. Oh, ich glaube, der war auch aus einer LE. Ja, man erkennt das immer an der Verpackung. Das war eine LE. Ein schwarzer Nagellack, Back to Black, 320. Hat aber so ein bisschen Grau-Glitzer mit drin, also ist nicht ganz schwarz. Dann habe ich von Catrice Crushed Crystals 04 Oyster and Champagne. Also das ist auch so ein nudefarbener Glitzerlack, sage ich mal. Mit so einem leichten Rosé-Anteil. Dann Catrice, oh, den mochte ich eigentlich auch ganz gerne eine Zeit. Der ist so typisch wie ein Benzinfleck, finde ich so von der Farbe her. Das ist die Farbe 490 Iron Mermaiden. Ich habe den schon ein paar Mal lackiert und ich mochte diese Farbreflexion auf den Nägeln. Je nachdem, wie das Licht auf die Nägel gefallen ist, haben die in einer anderen Farbe geschimmert. Den mochte ich eigentlich wirklich ganz gerne. Oh, die Surfer Babe LE. Ja, das ist auch schon lange her. 01 Surferama. Den Ton fand ich auch sehr schön. Das ist halt auch so ein Pink, ist für mich jetzt auch mehr eine Sommerfarbe. Ja, fand ich auch ganz schön. Habe ich gerne lackiert damals. Dann Emily. Oh, der war so süß. Mint. Damals war Mint im Kommen. Damals gab es bei DM so einen Aufsteller mit eben Emily-Lacken. Seitdem nie mehr gesehen. Emily 108 Fresh Mint. Schöne Farbe. Habe ich ein paar Mal lackiert. Ist wirklich eine schöne Farbe.
wird eigentlich jetzt schön für den Frühling passen. Aber ob der noch gut ist? Oh, nochmal Essence Sun Club LE. War das nicht die LE, die nach Schokolade geduftet hat? Es gab mal eine LE, die hat nach Schokolade geduftet. Ich glaube, das könnte sogar die sein. Mittlerweile riecht es aber, naja, mehr nach Nagellack, Aceton oder was auch immer. Das ist die Farbe 04 Schokolicious. Ja, das war die LE, die nach Schoko geduftet hat. Erinnert sich noch irgendjemand von euch? Kennt noch irgendwer diese Lacke, diese LEs, das ganze Zeug? Da kommen irgendwie Erinnerungen auf. Da hatte ich auch noch einen anderen, der kommt jetzt wahrscheinlich irgendwann später, wie gesagt, oh ne, hier. Ich habe hier Sun Club 02 Raspberry Sorbet. Ja, wieder so ein Bärenton. Ich glaube, man erkennt meine Favoriten und dann gibt es so ein paar Ausläufer, die ich dann aber auch, ich weiß gar nicht, habe ich den mal lackiert? Braune Nägel? Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall Sun Club LE von Essence. Essence hatte damals, glaube ich, die besten LEs. Essence und P2. Oh, dann habe ich noch ein LE von Essence Return to Paradise. Wieder so ein Braun. 01 Jungle Drum, Catrice LE, oh, das ist wieder so ein schöner Bärenton, C01 Forbidden Apple. Die Farbe mochte ich auch gerne, habe ich auch öfter lackiert und jetzt schon so lange nicht mehr. Oh, das ist ja eine schöne Farbe. Von Catrice Soft Blossom mit Fluorescent, aber naja, den habe ich mir relativ vor kurzem gekauft, also vielleicht vor ein, zwei Jahren. Naja, von dem Blumenduft merke ich nicht viel. Ist auf jeden Fall eine schöne rosa Farbe. Wird jetzt eigentlich auch für den Frühling passen. Ist auch irgendwie so eine andere Verpackung vielleicht. Ach, wahrscheinlich wegen dem Blumenduft war das irgendwie so eine andere Reihe. Essence, The Twilight Saga, Eclipse, 03 Don't Bite Me, Kiss Me. Ja, wieder Twilight. Dann, oh, ich habe einen Nagellack, den habe ich nie lackiert. Vom P2, Color Sickness, 010 Spirited Blue. Der ist blau. Von Essie, das wurde mir von euch zugeschickt, die Farbe 96, das ist so ein, ja, blau mit so einem leichten Schimmer, aber nicht blau-blau, sondern ein anderes Blau, ein schönes Blau, ein Sommerblau, ein Ozeanblau. So, dann habe ich hier von P2, 169 Electric, ein Lila. Habe ich auch, boah, das hat sich alles so abgesetzt. Ich glaube, das kann ich alles entsorgen. Also das, Ja, habe ich auch gerne lackiert. Passt irgendwie für Juni, finde ich. Juni, Flieder, Mai. So, dann habe ich hier von L'Oreal einen Nagellack. Da ist nicht mehr viel drin, also habe ich ihn wohl auch benutzt. Das ist Color Rich. Der hat, glaube ich, auch keine Nummer. 8007. Ja, halt auch so ein perlmuttfarbener Ton. P2. Oh, das ist auch eine schöne Farbe. 690 Forever. Auch so ein bisschen bärig, mehr ins Lila gehende. Auch schön für den Herbst. Dann habe ich von P2 870 Sparkling Surprise. Das ist, ich glaube, es ist auch Holographic. Hoher Glanz, intensive Deckkraft. Ich weiß gar nicht, wie ich die Farbe beschreiben soll. Dann habe ich hier von Catrice, wieder aus einer LE. Limited Edition Big City Life 1001 Paris. Das ist mehr so ein Nude Lack. Habe ich aber, glaube ich, nie lackiert oder vielleicht einmal. Dann habe ich von Rivali Loop Gel Look Nail Color Rosa 27 Rose Garden. Rosa halt. Dann von Catrice, die Farbe habe ich auch öfter mal lackiert. 420 Dirty Berry. Das ist so ein Lila mit Glitzer. Ganz feinem Glitzer. Dann habe ich von Essence, ach, das ist so ein Topcoat Ultra Gloss Nail Shine mit Mirror Effekt. Der macht den Nagellack richtig glänzend. Der macht richtig so einen glänzenden Mirror-Effekt. Finde ich eigentlich ganz gut. Dann habe ich von P2, das ist ein Anti-Brittle Shield. Schützender Anti-Brittle Shield für brüchige, splitternde Nägel mit härtenden Hexa 3 Komplex. Naja, reduziert das Eindringen vom Wasser in die Nagelspitze. Aha, wahrscheinlich wasche ich zu oft meine Hände und deswegen klappt das nicht mit dem Nagellack. Hat bei mir jetzt nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann habe ich einen Lack von Kiko. Eine sehr schöne Farbe, rosa mit Glitzer. Die 504. Dann, oh, wieder Essence, Twilight, Total Eclipse Collection. 01 Undead, Fragezeichen. Ja, auch wieder so ein Lila. Die waren irgendwie alle so lila, in so einem Dunkellila mit Glitzer. Dann von, oh, Essence Vampire Love. Ja, auch wieder lila mit Glitzer. Nur vielleicht ein bisschen ein bärigeres Lila. Dann habe ich hier auch von Catrice, das war grün. 240 Sold Out Forever. Habe ich, glaube ich, auch ein paar Mal lackiert. Würde ich jetzt aber, glaube ich, auch nicht mehr so
auf meine Nägel auftragen. Man müsste mal gucken. Dann habe ich von Catrice auch wieder so einen Taubton. 330 Absolutely Chinchilla. Dann habe ich von Catrice Meet Me at Coral Island. Den mochte ich damals wirklich gerne. Das war so eine Peach-Aprikot-Farbe. Für den Sommer ganz schön. So, dann habe ich hier zwei so kleine. Das sind zweimal dieselben von Technik, rosa. Ach, das war ganz süß von Yves Rocher. Und da habe ich, glaube ich, sogar noch einen, genau, einen in rosa, also so rosa-pink und einen in lila. Dann habe ich von Catrice, das ist auch so ein mehr Aprikot-Rosa-Ton. Ich weiß gar nicht, war das eine LE, zumindest eine andere Verpackung. Iconails Gel Lack 08 Catch of the Day. Wir haben es fast geschafft. Oh, vom P2, Sunlove LE, dieses Grün-Türkis, was sich auch sehr abgesetzt hat. 050 Summer Cocktail. Dann Twilight Saga Eclipse Collection von Essence. Die Farbe 02 Thirsty. Also das ist so ein blutiges Blutrot. Ja, den mochte ich eigentlich ganz gerne vom M&Y. Den habe ich auch oft lackiert. Finde ich, ist so eine Farbe für November. Das ist so ein Moosgrün. Und ich finde, das hat immer für November gepasst. Also den habe ich schon gut benutzt. Würde ich jetzt vielleicht auch nicht mehr so lackieren, aber ich mochte das ganz gerne. Die Farbe 307A. Drei habe ich noch. Einmal so einen kleinen lila Glitzerlack von Silber von Rival de Luxe Express Color. 14 Sparkling Princess von Maybelline Superstay 7 Days Gel Nail. 113 Barely Sheer. Ja, das ist auch so ein ganz zartes Rosa. Hat auch nicht so eine hohe Deckkraft. Und dann habe ich noch von P2 Color Victim Nail Polish 269 Flamboyant. Das war auch so ein Peach Apricot. Oder mehr Apricot eigentlich. War auch eine Zeit lang sehr eben so Peach Apricot. Ja, das war meine Nagellacksammlung. Jetzt ist auch das hier leer. Ja, hier liegen jetzt die ganzen Nagellacke gestapelt, die ich eigentlich aussortieren sollte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hat euch Spaß gemacht. Mal was anderes. Ich hoffe, es hat euch interessiert. Auch wenn es jetzt ein bisschen länger geworden ist. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und eine schöne Woche. Live like a lady. Tschüss!